Der Schlossplatz in Stuttgart ist der größte Platz im Zentrum Stuttgarts. Lage: Der Platz unterteilt die ca. 1,2 Kilometer lange Hauptfußgängerzone Stuttgarts, die Königstraße in die untere Königstraße in Richtung Hauptbahnhof und die obere Königstraße in Richtung Rotebühlplatz. An der südlichen Seite des Platzes verläuft rechtwinklig zur Königstraße die Plany. Diese im Bereich des Schlossplatzes verkehrsberuhigte Straße verbindet den Schlossplatz am daran anschließenden Karlsplatz vorbei mit dem Charlottenplatz, wo sie in die dort verlaufenden Bundesstraßen mündet. Anzumerken ist, dass viele der geraden Straßenachsen in der Innenstadt keine genaue Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen haben, das gilt auch für die Fassaden des neuen Schlosses und die Seiten des Platzes. Die Königstraße führt von ihrem oberen Ende im Süden etwa in Richtung Nord-Nordost zum Hauptbahnhof. Bebauung: Der Schlossplatz besteht aus einer barocken Gartenanlage mit Brunnen und Musikpavillon. Im Zentrum befindet sich eine 30 Meter hohe Jubiläumssäule mit einer Figur der Göttin Concordia aus dem Jahr 1841. Der Platz wurde 1977 anlässlich der Bundesgartenschau umgestaltet und blieb dann bis heute in dieser Form erhalten. Nach Osten hin bildet das neue Schloss mit seinem Ehrenhof den Abschluss des Platzes. In Verlängerung des neuen Schlosses schließt sich, getrennt durch eine Verkehrsachse, das alte Schloss auf der Südseite an, im Westen die alte Kanzlei mit der Merkursäule, die 1598 als Wasserturm für die Brunnenwerke des Lustgartens errichtet wurde. Die vergoldete Jünglingsfigur stammt von 1862. Auf der Nordseite des neuen Schlosses schließt sich im rechten Winkel das Ausstellungsgebäude des Württembergischen Kunstvereins an. Daneben erhebt sich der Königin-Olga-Bau, in dem lange Jahre eine Bank ihre Stuttgarter Hauptstelle hatte. An der Nordwestecke steht der Marquardt-Bau, der sich früher direkt neben dem alten Bahnhof befand und als Hotel diente. Er wurde nach dem Krieg in vereinfachter Form wieder errichtet. Er eröffnet sozusagen die Fortsetzung der Königsstraße nach Osten. Heute befinden sich dort unter anderem die Komödie im Marquardt und ein Kino. Direkt gegenüber dem neuen Schloss wird der Platz im Westen entlang der Königsstraße durch den Königsbau begrenzt. Die beiden Gebäude sind die markantesten des Platzes und tragen entscheidend zu seinem Erscheinungsbild bei. Der spätklassizistische Königsbau wurde 1855 bis 1859 von den Hofer Architekten Johann Michael Knapp und Christian Leins erbaut. Direkt vom Platz aus gesehen, dahinter öffnete im April 2006 das 10-stöckige Einkaufszentrum Königsbau Passagen mit 25.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Neben dem Königsbau befindet sich das 2005 eröffnete Kunstmuseum Stuttgart. An dieser Stelle befand sich das bei einem Luftangriff im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Kronprinzenpalais. Dieses wurde erst viele Jahre später zugunsten des Straßenverkehrs abgerissen, als an anderer Stelle schon viele Gebäude wieder aufgebaut worden waren. Als Nachfolgebebauung des Kronprinzenpalaises errichtete man den seit seiner Eröffnung 1969 umstrittenen kleinen Schlossplatz und das benachbarte Gebäude des Buchhauses Witwer. Der Verkehr fuhr zunächst erst im Bereich der Königstraße in ein unterirdisches Bauwerk. Auf dem kleinen Schlossplatz befanden sich Pavillons und an seinem Ende das Gebäude der Württembergischen Bank. Nach einem Umbau beginnt der B27-Tunnel inzwischen weiter oben an der Plany. Vor den ehemaligen Tunnelmund wurde in den 1990er Jahren eine große Freitreppe installiert, die den höher gelegenen kleinen Schlossplatz mit der Königstraße und dem eigentlichen Schlossplatz verband. Im März 2005 wurde auf dem kleinen Schlossplatz das neue Kunstmuseum in Form eines teilweise transparenten Glaskubus gestellt, das seitlich um eine verkleinerte Form der vor allem im Sommer bei den Stuttgartern sehr beliebten Freitreppe ergänzt wurde. Verkehrsanbindung: Straßen. Der Schlossplatz liegt im Bereich der Bundesstraße 27, die den kleinen Schlossplatz unterquert und dann in Richtung Ludwigsburg-Heilbronn führt. In der Gegenrichtung verlässt die B27 nach dem Schlossplatz in Höhe des neuen Schlosses und des Karlsplatzes ihren Tunnel und führt über die Kreuzung mit der Bundesstraße 24.
14 weiter in Richtung Tübingen. ÖPNV, die Buslinien 42 und 44 sowie alle 17 Nachtbuslinien verkehren vom und zum Schlossplatz. Die Stadtbahnlinien U5, U6, U7, U12 und U15 halten an einer unterirdischen Station. Die Haltestellen Charlottenplatz und Friedrichsbau liegen etwa 4 Gehminuten entfernt. Punkt. Veranstaltungen. Auf dem Schlossplatz finden das Jahr über diverse Großveranstaltungen wie Open-Air-Konzerte, Live-Übertragungen oder das im süddeutschen Raum bekannte Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival statt. Jedes Jahr finden hier Ende April, Anfang Mai unter anderem die Open-Air-Filmpräsentationen des Internationalen Trickfilmfestivals Stuttgart statt.